Na gut. Noch irgendwo irgendwas? Gameplay. Kein Gamepad. Dafür eine Maus. Und Achievements. Und Charakterprogression. Warum passt das da alles rein? Okay. Weiter. Komm, 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 komm. Schneller. Go, 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 go. 18. Das war gerade ein guter. Sonst sind nur 2, 3 und so. 70, 70 bei Stage 2. Kommt schon. Also, Simulationsstrategie kann so bleiben. Warum sind die so wenig ausgepowert? Das ist echt komisch. Aber gut, Level rein, bessere Dialoge rein. Auch wenn das weit unten ist, aber ich denke mal immer, dass es einfach einen Boost gibt auf Design oder was auch immer. Stuff zuordnen. Achso, deswegen sind sie noch nicht ausgepowert. So, du dahin. Aha, sieht schon besser aus. Also, schlechter. Du dahin, du dahin. Okay. Nicht Kopfkatzen. Plop, plop. Okay, knacken gleich die 100. Und Gianna Monks hat 250.000 gebracht. Warte mal ganz kurz. Game History. Genau, gekostet 707.000, Einkommen 250.000. Fans, da müsste doch mal eine Minuszahl kommen. Naja. Also es kann echt gut sein, dass unsere Fanbase sich aus den Leuten zusammenschließt, die bisher unsere Spiele gekauft haben. Also wenn wir primär für ältere Zuschauer designt haben, also mit dem M, und wir dann irgendwann eins für Junge herstellen, dann sind wahrscheinlich die ganzen Alten angepisst. Könnt ihr mir vorstellen. Okay. World Design. Machen wir es mal runter, damit die Grafik voll zum Ausschlag kommt. Das geht schon mal nicht. Virtual Economy hätte ich ganz gerne. So, 92, 95. Keine. Achso, wir müssen das wieder zuordnen. World Design. Du. Antigirogon. Da ist bei 104. 98. Boah, ist okay. Komm schon. Wir haben null Hype. Oh, jetzt eine G3. Okay, ich probiere mal was aus. Also ich denke mal, wir haben eh schon viel zu große Fehler gemacht, dadurch, dass wir dieses Gianna Monks rausgebracht haben. Das heißt, ich bin jetzt etwas risikofreudiger, weil ich halt einfach nur Sachen lernen will. Das heißt, wir haben jetzt ein Spiel, das schon fast fertig ist und die G3 ist erst in 4 Wochen. Ich nehme jetzt einen Small Boost und die 4 Wochen lang trainiere ich einfach nur dieses Spiel hier hoch. Das könnte in die Hose gehen, könnte oder auch nicht. So oder so werde ich was dazu lernen und das ist momentan wichtiger, damit wir für den nächsten Playthrough mehr wissen. 40 Bucks? Was zur Hölle? Du bist langsam runter mit der Effektivität. Das waren keine 4 Wochen. Also komisch. Aber okay, passt uns ganz gut im Kram. Obwohl die Zeit geht schneller, wenn ein Spiel fertig ist und es nicht released wird. Das macht auch keinen Sinn. So, 150.000 Besucher. Das ist schick. Ja, haben es nicht auf die Top 100 geschafft. Das ist okay. So, Bugs weg. Hype ist 68. So, komm. Solange Hype nicht runtergeht, ist alles gut. Wir warten jetzt einfach eine Weile. Komm, 200 hätte ich ganz gerne. Das war ein Bug dazu. Ein Bug. Oh, Hype geht runter. Okay. 199, 194. Neue Rekorde bei beidem. Neue Kombo, super Kombo. Und vielleicht noch gutes Management? Nee. Das kommt wohl echt nur, wenn alle 100% ausgelastet sind. Aber ja, sehr schön. Und Hype 67. Das könnte jetzt endlich mal wieder was bringen. Also ich würde gerne mal über 20 Millionen kommen, damit wir so einen kleinen Puffer haben. Weil wir krebsen jetzt schon seit gefühlten 10 Folgen zwischen 10 und 15 Millionen rum. Release. So, du. Urlaub. Du. Trainieren. Das gute Trainieren. Design. Pixel Cup.
Du trainieren. Auch Pixel Cup, damit das hier einigermaßen ausgeglichen ist. So. Kritiken sind da. SimCity Wars. Okay, bitte, 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 bitte. Da war eine 1 zwischen. Warum? Das waren super Wertungen. Und es war eine gute Kombination und alles. Na gut, 7 ist ein solides Spiel. Und durch dieses richtig hohe Hype kriegen wir vielleicht doch noch einigermaßen was zusammen. Schließen. So, komm, gib mir Zahlen. 268 Fans. Eine 500.000 hat es gebracht in einem Monat. Damit können wir nicht mal die Fanverluste von Gianna Monks ausgleichen. Das ist doch Schmarrn. So, du trainier weiter. Wir brauchen bessere Leute, damit wir bessere Spiele produzieren. Technologie. Codejam. Trainieren. Oh, du hast jetzt Design-Dingens. Das heißt, wir können jetzt boosten. 12 Research-Punkte und 1.000.000 Credits. War ganz schön viel, ja? Aber okay, das... Darauf bauen wir jetzt mal. Start Training. Du trainieren. Design hast schon recht viel. Mach mal innovativ. Das könnte Forschung sein. Jo, definitiv Forschung. Technologie ist er jetzt auch über 500. Das heißt, wir könnten mit ihm auch Boost trainieren. Und dann machen wir gleich ein Spiel, das alle Spiele beenden wird. Oder so ähnlich. Boosts sind ein mächtiges Werkzeug, um temporär den Output zu verbessern. Sie sind am effektivsten, wenn sie zeitlich strategisch während der Developments eines Spiels oder Training eingesetzt werden. Boosts müssen sich wieder aufladen. Du kannst einen Boost aktivieren, sobald er wieder aufgeladen ist. Aber du kannst auch warten. Achso, okay, das Ding wird sich füllen und man kann es jederzeit starten. Und je voller es ist, desto länger brennt halt der Boost. Da ist der Boost. So. Und die Gamesphere kommt bald vom Markt runter. So. Training ist gleich durch. Boost ist noch nicht so voll. Okay, warte. Du trainier mal irgendwas anderes. Brauch 15. Max Boost, was? Achso, ist was anderes. Du trainier mal weiter Pixelzeug. So, du trainier, hast du auch einen Boost? Ja, trainier 20 Research Punkte. Nein! Okay, stopp. Contract Work, da müssten wir auch Forschungspunkte bekommen. 5 Wochen Zeit. Bringt 65.000, bringt 96.000, bringt 72.000, bringt 51.000. Und das müssten wir eigentlich hinbekommen, ha? Huh? Jo, müssten wir mit 2 Mann. Okay, Contract Work. So, Accept Contract. Komm, 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 komm. Wir brauchen Forschungspunkte. 18. Ich bin ein Angestellter der Environmental Protection Agency, also Naturschützer. Ich könnte Solarpanels installieren. Es kostet 200.000, aber es spart halt langfristig Geld. Ich bin immer für langfristig Geld sparen. Super. Sehen wir natürlich nicht, was auf dem Dach ist, aber trotzdem schick. Und 57.000. Und ein Research-Punkt fehlt. Okay. Contract Work. Ich hätte gerne was Balanciertes. Das da. Blub, 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 blub. Und sein Booster füllt sich. Und 20 Research-Punkte. Sehr schön. Das heißt, du kannst jetzt trainieren. Boost. Start Training. Okay. Und SimCity Wars hat 2,3 Millionen gebracht. Ja, 2,4, aber nee. Und wir sind in den Nachrichten, weil wir Solarpanels installiert haben. Okay. Gamespear wird nicht länger unterstützt. So, dann komm, beeil dich. Obwohl, wir können jetzt mit den beiden Contract Work machen.
Du, 6 Wochen Zeit. Ich glaube, ich probiere das hier mal. Plop, 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 plop. Komm schon. Ich glaube, das wird nichts, weil er sich am Kopf kratzt. Komm, schnell, 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 schnell. Ich will keine Strafe zahlen müssen. Oh, das fühlt sich jetzt nochmal. Okay. Und geschafft. Bringt jedes ein bisschen Geld. So, sein Booster fühlt sich jetzt auch. Das heißt, wir machen jetzt noch ein bisschen Contract Work. Einfach nur, um Zeit zu schinden, damit der Booster sich auffüllt. Und dann, wenn er einigermaßen voll ist, dann machen wir neue Spiele und schmeißen beide Booster an. Und dann dürfte das endlich mal wieder ein Top-Hit werden. Also Contract Work. Kann jetzt ruhig auch etwas schwieriger sein. Wir haben nur 2 im Angebot. Okay, was soll's. Wenn es vorher fertig ist, kriegen wir die Zeit dann gut geschrieben? Wow, ist ganz schön knapp. Okay. Und er muss in Urlaub. Okay, Send Notification. Sein Ding ist schon fast voll. Das heißt, wir warten jetzt ganz kurz oder auch lang, bis er wieder da ist und machen dann das Spiel. Können wir den Booster hier schon anschmeißen? Nee, können wir nicht. Warum nicht? Achso, wir müssen erst warten, bis das... Okay, Contract Work. 5 Wochen. Na, mal schauen. Oh, warum bist du jetzt schon wieder da? Okay. So, Research-Punkte füllen sich, das ist gut. Noch mehr Contract Work? Oh, wir sind unter 10 Millionen. Und keine Contracts available. Sein Booster können wir noch nicht starten. Okay, womit können wir Zeit schinden? Wir könnten irgendein Spiel entwickeln ohne Booster. Okay. Medium für alle. Ein Schulsimulator. Hatten wir nicht schon? High School Hell. Schade, man kann nicht ein zweites Topic wählen. Sonst hätte ich jetzt School und Horror. Aber so passt das auch ganz gut. Also Medium, also junges Zielpublikum beim Schulsimulator. Macht das Sinn? Ne, machen wir mal alle. Plattform PC. Beste Engine. Weiter. Weiter. So, du füllst dich auch, während du developst, richtig? Richtig. Und was zur Hölle ist das hier? It's, da ist was kaputt. Ich will jetzt nicht irgendwo draufdrücken, sonst bezahle ich gleich 500.000. Also, weg. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Denn die G3 ist schon recht wichtig. Und keiner macht mehr irgendwas. Und die Zeit schreitet voran. Irgendwas ist hier total verbuggt. Ich denke mal, ich speichere lieber kurz ab. Mache einen kleinen Cut, lade neu und hoffe, dass dann das Interface wieder einigermaßen stimmt. Also bis gleich.